Ach, bravo. Das hast du wieder gut gemacht, Riese. Ja. Also dafür kannst du auch auf meine Rechnung ein Glas trinken. Ich danke auch schön, Herr Gemeindevorsteher. Ah, da kommt ja die Pfarrersköchin. Oh, na, die wollen wir mal gleich verhören. Jungfer Sophie, kommen Sie mal näher. Ja. Ich habe mit Ihnen als Amtsperson zu reden. Tja, der Müllermeister hat mir schon gesagt. So, na also, dann frage ich Sie jetzt dienstlich, ob Sie keine Nachricht von dem Herrn Pfarrer haben. Er sollte doch gestern schon zurückkommen. Das ganze Dorf ist in Aufregung und befürchtet ein Unglück. Ich habe nichts von ihm gehört. Hat er denn nicht gesagt, dass er vielleicht auch später kommen könnte? Nein. Nein? Nein. Wissen Sie vielleicht, wo er in der Stadt wohnt? Nein. Nein. Ja, aber vielleicht wissen Sie, ob er Verwandte in der Stadt hat. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Ja, weshalb sind Sie denn so verschlossen? Na ja, die Pfarrersköchin ist doch bekannt als eiserne Jungfrau. Da muss sie doch verschlossen sein, nicht? Jetzt hältst du aber deinen Schnabel, Rese, sonst wirst du einmal merken, was eine Schmiedehand ist. Ach, das Fräulein Pfarrersköchin braucht ja auch nicht immer die Nase so hoch zu tragen. Nur was ist sie denn schon mehr als ich, hm? Die Jungfer Sophie ist eine Respektsperson. Und du bist eine Kellnerin, dass du es weißt. Ich finde es aber sehr sonderbar, dass der Meister Schmidt so Partei für die tugendhafte Pfarrersköchin ergreift. Nun mach aber, dass du hinauskommst, du Schandmaul, sonst passiert was. Ja, so Resi, geh hinaus. Und Sie, Jungfer Sophie, machen Sie auch, dass Sie wieder nach Hause kommen. Das fehlt mir gerade noch, dass hier in meiner Gegenwart eine Keilerei entstehen sollte. Na schön, geh ich halt. Ja, ich finde, wir Männer sollten uns überhaupt nicht hineinmischen, wenn die Weiber etwas miteinander haben. Sehr richtig. Ich verstehe auch den Schmied nicht. Und da er für die Köchin so auffallend Partei ergreift, könnte man beinahe glauben, was im Dorf gemunkelt wird. Was wird denn über mich gemunkelt, hä? Na, ich meine nur so, die Pfarrersköchin hat neulich ein paar Hosenträger gekauft. Was gibt's denn dazu hierhin? Ja, na gut, ich meine, man hat so darüber nachgedacht, wozu eigentlich eine Pfarrersköchin Hosenträger braucht. Was hat denn das mit mir zu tun? Oh, ich meine nur, die Leute, die haben eben gesehen, dass du neuerdings auch Hosenträger trägst. Du Giftgalle, wenn du jetzt noch ein Wort sagst, dann hau ich dir eins auf dein Lästermaul. Aber Schmied, du brauchst dich deshalb doch nicht so aufzuregen. Die Hosenträger werden doch nicht vielleicht für den Herrn Pfarrer gewesen sein. Oder glaubt ihr, dass vielleicht ein Herr Pfarrer Hosenträger ist? Da hast du! Um Gottes Willen! Ja, aber Schmied, ich glaube, du hast den Kerl den Schädel eingeschlagen. Der schöne Krug ist ja kaputt. Da stehen noch mehr schöne Krüge. Und wenn's dir nicht gefällt, dann kann ich dir auch einen verpassen. Also, halt! Wie, jetzt ist aber genug, ja? Müller, ja. Führ einmal den Krämer hinaus, ein bisschen in die frische Luft. Ja, haben Sie gehört, der Gemeindevorsteher? Ihm wurde draußen geschossen. Ja, dann ist der Pfarrer also doch noch gekommen. Aber jetzt kommt doch gar keine Postkutsche mehr. Ja, aber der Pfarrer kann doch auch mit einem Fuhrwerk kommen. Also vielleicht bringt er die Glocke gleich mit. Kommt, wir wollen ihm entgegengehen. Kommt. Na, Schmidt, was ist denn? Kommst du denn nicht mit? Ach, nein. Vorläufig habe ich von euch allen die Nase voll. Hey, Jungfer Sophie? Jungfer Sophie? Ja, wer klopft denn schon wieder? Ich bin's, der Schmied. Was? Ich muss Sie noch einmal kurz sprechen, Jungfer Sophie, ehe der Herr Pfarrer zurückkommt. Eben ist er schon angekommen bei den Bergen. Wo? Bei den Bergen? Ja, der Flurhüter ist am Roten Felsenhang postiert und sollte Böllerschüsse abgeben, wenn er Hochwürden kommen sieht. Und eben hat er geschossen. Wahrscheinlich bringt der Herr Pfarrer die Glocke gleich mit. Aber das ist doch unmöglich. Ich habe doch die Schüsse selbst gehört. Aber Herr Pfarrer kommt doch nicht. Aber der Flurhüter hat ihn doch gesehen, sonst hätte er doch nicht geschossen. Aber ich weiß es doch besser, er kommt nicht. Ja, wie können Sie denn das behaupten? Weil der Herr Pfarrer gar nicht in die Stadt gefahren ist. Was? Ach. Er ist gar nicht in der Stadt. Ach du Jesus, Maria, was habe ich denn da gesagt? Das stimmt doch etwas nicht, Jungfer Sophie.
Sophie, sagen Sie mir die Wahrheit. Ist der Herr Pfarrer tatsächlich gar nicht abgereist? Nein, das heißt, ja, wissen Sie, abgereist ist der Herr Pfarrer, aber er ist in der Nacht noch zurückgekommen, weil er unterwegs ausgeplündert wurde. Was? Der Herr Pfarrer wurde überfallen? Ja, ja. Auf dem Weg zur Postkutsche haben ihn Zigeuner ausgeraubt. Oder vielleicht war es jemand von dem Ausländer, von dem Gesindel. Ja? Hm? Und der Herr Pfarrer, ist er denn nicht verletzt? Waren Sie noch nicht bei der Polizei? Nein, passiert ist ihm nichts, nein. Und zur Polizei sind wir nicht gegangen, weil wir fürchten, dass die Gemeinde dem Herrn Pfarrer dann Geschichten machen wird, ihn entlassen wird. Ja, das ist allerdings wahr. In diesem Falle würden unsere Bauernlackel ja keine Rücksicht nehmen. Womöglich würden Sie noch behaupten, der Herr Pfarrer hätte das Geld unterschlagen. Oh Gott, das Willen, das würde der Herr Pfarrer bestimmt nicht überleben. Oh mein Gott, ja, sagen Sie, was kann man denn da bloß tun? Tja, wir müssen eben sehen, wie wir 500 Silbergulden herbeischaffen. Ach, das wird doch unmöglich sein. Im ganzen Dorf ist eine so hohe Summe nicht mehr aufzutreiben. Aber ich treibe sie auf. Mir hat nämlich jemand aus einem Nachbardorf 300 Silbergulden für meine Schmiede geboten. Und heute will er sich die Antwort holen. Ich verkaufe also mein Vätererbe und lege noch 200 gesparte Gulden hinzu. Dann ist der Herr Pfarrer gerettet. Aber das geht doch nicht, Meister Schmied. Was wollen Sie denn dann beginnen? Ja, das weiß ich selbst noch nicht. Ich könnte zwar auf dem neuen Gut einen Verwalterposten bekommen, aber da Sie nicht meine Frau werden wollen, hält mich hier nichts mehr zurück. Naja, aber ich hatte mir eben geschworen, dass ich den Herrn Pfarrer niemals allein lassen werde. Na, das wäre doch kein Hinderungsgrund. Da nehmen wir den Herrn Pfarrer einfach mit. Papa, Meister Schmied, Sie können doch unmöglich all diese Opfer bringen. Sie würde unser Herr Pfarrer auch gar nicht annehmen. Ich tue es ja nicht für den Herrn Pfarrer.